Servus und hallo zu Ori. Ich gehe davon aus, letzte Folge. Was haben wir alles geschafft bisher? Das schauen wir uns mal an. Wir haben ungefähr 15 Stunden, ein paar Minuten gespielt. 95% abgeschlossen. Yeah. 140 mal tot. Da seht ihr das. Getötete Feinde, verbrauchte Energie. Ja. Verbesserte Fähigkeiten, 100%, wir haben alles verbessert, was man verbessern kann. Sprünge, 6000 Sprünge, das finde ich mal cool, so Statistiken. Sprints, Stoßangriffe, Wurfhakeneinsätze, zurückgelegte Distanz, geschwommene Distanz, gesammelte Energiezellen, haben wir alles. Die anderen haben wir auch. Zeit in der Luft 5 Stunden. Okay. 93 Teleportationen. Gesammeltes Geisterlicht insgesamt 28.000. Gebrauchtes Geisterlicht 19.000. Okay. Splitterplatzverbesserungen 100% haben auch alles verbessert. Gesammelte Splitter 31 von 31. Sprich, mehr haben wir wirklich alles eingesammelt, was man so einsammeln kann. Und wenn wir uns hier so anschauen, das sehen wir es auch nochmal. Hier alle Questgegenstände. Die haben wir alle. Die ganzen Lichter haben wir. Ja, wir haben einfach alles. Das ist relativ gut. Hier auch die ganzen Splitter haben wir. Die, wo ausgegraut sind, sind oben im Einsatz. Was wir nicht haben, was ihr nicht habt, beziehungsweise sind die ganzen, ihr habt nicht alles an Geisterlicht eingesammelt, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich jetzt ein bisschen zu faul, das jetzt nur zu machen. Und was ich auch nicht habe, sind die Rennen, also die Zeitrennen, die habe ich auch nicht alle, weil versucht, keine Lust, nicht geschafft und so weiter und so fort. Also kein perfekter Run. Aber ja, wie gesagt, soll entspannt sein. Und wenn nur dazu sagen muss, es ist kein Livestream, die letzte Folge jetzt. So, aber irgendwo muss ich mich jetzt hin teleportieren, wo ich da hinkomme. Jetzt eine spannende Frage, wie ich da überhaupt hinkomme. Hier reingehen wahrscheinlich, ne? Dann hier hin teleportieren. Da 3 Minuten war jetzt ein bisschen Statistikzeug. Da. Wohin? Hier einfach rauf. Gut. Hier kommen wir irgendwie hin. Hier rauf. Uns immer runterschubsen wollten, ne? Hier kann ich noch was kaputt machen. Wo bin ich denn? Da bin ich. Und wo muss ich hin? Da nur eins rauf. Und dann dahin. Und dann sind wir quasi schon hier. Endkampf. Erstmal hier speichern. Hier speichern. Und ich mache mal einen Backup-Stand. Moment. Beenden. Beenden. Okay. Spiel starten. 95% haben wir. Okay. Das kopieren wir. Und machen wir hier mal einfügen und dann machen wir weiter. Einmal nur ein Backup-Speicherstand, quasi ein Endkampf jederzeit nochmal spielen können wollen würde, wenn ich will.
Vielleicht mal das auch noch mal im Livestream, ich weiß es nicht. So. Ja, erst mal sterben. Finde ich gut. Warum macht das schon wieder nicht hier? Immer doch irgendwo hin, oder? Ja. Muss ich? So. Guten Tag, bin da. Ich kann nicht. Doch, ich kann. Ja, jetzt kann ich nicht mehr spielen. Quasi geschafft, oder? Nein, natürlich nicht. Ich weiß ja, was passiert. Hier vielleicht nicht, darum sage ich es nicht. Ja, let's go. Fuck, wo bin ich? So, komm. Das war doof. Okay. Bin ich schon tot? Oh shit. Jetzt heißt es weglaufen. Yeah.
Vielleicht sollte ich weiter weglaufen. Oh shit. Das war nicht gut. Das war nicht gut. So. Shit, 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 shit. Nicht so gut. Oh shit. So, come on. Wo bist du? Das war nicht so gut. So. Okay. Nur so nebenbei, vielleicht sollte mir mal ganz kurz ein bisschen heilen. Machen wir das mal dahin. Oh shit. Ja. Nämlich keinen Boden mehr, ne? Shit. So. Das war's. Genießt den Abspann. Glaube ich.
Muss ich was tun? Bin mir nicht sicher. Ich kann nichts tun. Doch, kann ich. Muss darüber gehen zum Licht.
So, das war Ori and the Will of the Wisps. Zweiter Durchlauf. Ein großartiges Spiel. Nur immer ein großartiges Spiel. Gut, war jetzt kein 100% dran. Aber es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir vor allem einem Livestream Spaß gemacht. Danke an alle, die da waren. Das Ende habe ich jetzt ohne Livestream gespielt, weil Zeug einsammeln und so. Haben wir gedacht, das ist nicht so spannend. Und der letzte Bosskampf, ja. Wollte einfach für mich so in Ruhe nochmal spielen. Wie gesagt, mir hat es sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ich weiß jetzt nicht, wann ich die Videos bringen werde. Ihr werdet die alle sehen. Ich bringe die YouTube. Die Videos sind zum Teil ein bisschen zusammengeschnitten, habe ich ja schon öfter gesagt. Und ja, auch gesehen, wenn es mal langweilige Stellen dabei waren. Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Ich werde es mit Sicherheit irgendwann nochmal durchspielen. Weil es einfach die Ori-Spiele, finde ich, sind die besten ihrer Art. Also ich glaube, die Genre heißt Metroidvania oder so ähnlich. Irgendwie so, keine Ahnung. Ja. Ich finde es großartig. Was soll ich nur groß sagen? Es ist, macht richtig viel Spaß. Das mit den Geisterprüfungen, dass ich die nicht habe. Gut, ist halt so. Wir haben alles andere. Was habt ihr von dem zweiten Durchlauf gehalten? Ich meine, klar, war auf leicht gespielt, habe ich ganz am Anfang ja auch gesagt. Und ich wollte es ganz entspannt durchspielen, vor allem auch im Livestream. Dass man halt relativ gut durchkommt. Ja. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis. Schaut es euch beim Brillibier an. Der ist Blindplay. Sehr unterhaltsam. Ich habe es mit Sicherheit in jedem Video verlinkt. Und von mir gibt es natürlich auch Blindplay am Kanal. Das habe ich, glaube ich, auch verlinkt. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Da gibt es Infos und viele Links und so Zeug. Ja, aber das war es quasi mit Ori and the Will of the Wisps. Zweiter Durchlauf. Schluss aus Ende Gelände. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, was ich noch alles sagen soll. Ich lasse euch mit dem Abspann nur allein. Ich sag vielen Dank fürs Ansehen, vielen Dank fürs im Livestream dabei gewesen sein. Servus, tschüss, bis in einem anderen Let's Play.